奴ら、そう遠くへ行ってなければいいな。So, meine lieben Freunde, da bin ich auch schon wieder. Die letzte Folge ist ein bisschen länger geworden. Ich war einfach nur dankbar und froh, dass ich endlich weitergekommen bin. Da habe ich es einfach mal ein bisschen länger gespielt. So, wir sind hier noch im Wald. Levi sagt, kehren wir zu meiner Einheit zurück. Ich hoffe, sie ist noch in der Nähe. Warte, Levi. Lass uns zuerst Klinge und Gas aufstellen. Die Zeit läuft uns davon. Ich glaube, wir haben genug. Warum sollen wir sie aufstellen? So ein Palaver. Ich denke, ihr habt keine Zeit. Das ist ein Befehl. Ich folge ihm. Verstanden, Erwin. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Erwin, du hast Levi nicht hochgeholt? Zeit ist nicht mehr. Warum lässt du Levi auffüllen? Du weißt, dass die Zeit dafür fehlt. Wenn ich mich an etwas erinnert habe, was ich schon gesagt habe. Als der kolossale Titan verschwand, gelang es der Person da, mit einer vorbereiteten 3D-Manöver-Ausrüstung durch den Dampf zu entkommen. Ja, alles klar. Vielleicht wäre diesmal das gleiche möglich. Wenn die Person im weiblichen Titan die gleiche Ausrüstung hat und sich unter unseren Soldaten mischen kann. Ja. Kommandant Levi. Er kümmert sich wahrscheinlich gerade um das, was in dem Ding steckt. Nein. Endlich! Erin! Hello, Baby! Na, Schnuckelschirm? Wir haben nicht so viel Geld, ne? Ich würde ganz gerne mal ein paar Sachen wieder einkaufen gehen. Einfach nur, damit wir wieder... Ah, das ist so teuer. Ich kaufe jetzt immer nach und nach so ein paar Sachen, weil ich möchte natürlich auch neue Waffen. So. Was hast du denn zu sagen hier, mein Freund? Du hast deinen ersten Kampf genial gemeistert, Erin. Ich bin doch nur euch gefolgt. Wir haben ihn eskortiert. Das hat schon gereicht. Aruo und Petra haben sich bei ihrem ersten Kampf in die Hose gemacht und angefangen zu heulen. Oh, wie nett. Hallo, Petra. Die ist aber auch putzig. Kein Wunder, wenn ihr sich in die Hose macht. Erin, ohne dich hätten wir sie niemals fangen können. Gut, dass du uns vertraut hast. Ach, hör doch auf, das hat nichts zu bedeuten. Wir sind nur hier, weil du uns damals ausgewählt hast. Es könnte schwierig sein, die richtige Wahl zu treffen. Aruo! Wir haben den Titan gefangen. Schauen wir mal, welche Hackfresse in dem Körper steckt. Können wir wirklich die wahre Identität des Dings herausfinden? Ja, solange der Kommandant sie nicht zerstückelt, sollten wir wenigstens ihr Gesicht sehen können. Okay. Es wird nicht gut jetzt. Es scheint vorbei zu sein. Die Operation verlief erfolgreich. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir sie gefangen. Also werden wir bald ihre wahre Identität erfahren, nicht wahr? Mag sein. Bringt vorerst eure Ausrüstung in Ordnung und geht zum Kommandanten. Reicht. Wir rücken aus. Na Mensch. Ah, dieser Ladebalken. Das ist nicht mein bester Freund. Ich möchte jetzt weiter spielen. Bitte, bitte, spielen, spielen. Spielen. Ja! Und los geht das. Plötzlich. Oh? Levi Heijo. Ja, sicher. Wer da? やります。俺がやつを。
Dieses Mistchen, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich könnte ihr so eine reinschlagen. Ja. Ich fand's auch süß. Ich brauche mal ein bisschen Gas hier, die Blöde. Nein! Weg! Nein! Ich muss immer ein bisschen Gas auffüllen, bitte. Ich hasse dich nicht. Hallo, ich mag das gar nicht. Oh Gott. Mal ganz kurz, jetzt habe ich aus Versehen... Ich muss mich mal heilen und muss alles auffüllen und so. Geh weg, Mann. Ich finde dich nicht so gut. Das ist ja hier wieder ein... Das ist echt... Ich hätte mich vielleicht nicht auf den Nacken konzentrieren dürfen. Weg. Das wird gleich ganz schlecht für mich aussehen. Nein! Hey,
weg, weg, weg! Das hätte ich nicht tun dürfen. Problem ist, wenn man spielt, man sieht erst gar nicht, was man tun soll. Weg, Aaron, Aaron, weg. Nein, blöde. Ich hab immer so ein bisschen Respekt für ihren Bein, weil die alte kickt immer los. Freut sich ihres Lebens. Nee, ne? Blöd, Bob. Blöd, Bob. Ja, bitte. Hast du nicht die Haxe gehärtet? Also erstmal nur auf die Beine. Na, blöde Fuch. Ja, ja. Nein. Das nicht für den nächsten Schritt. Weg, 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 Aaron, weg, 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 weg. Mann, warum? Was ist denn da los, na? Ich weiß doch nicht. Du ekelhafte. Okay, also. Das war ja jetzt nicht so schön. Steh auf jetzt, Aaron. Ich finde die total doof. Geh weg. Ich bin auch bereit, Leute. Weg, 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 weg. Ach, wie ich das auch noch beherrsche, die Olle. Ich aber nicht von mir. Ah, scheiße, weg, 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 weg. Weg, 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 Aaron. Egal wohin, Hauptsache weg hier. Ich muss mal so ein bisschen... Oh, die kommen natürlich hinterher, ne? Okay. Ganz kurz jetzt. Erstmal auffrischen. Wenn sie kommt. Da ist sie. Fräulein, ich sehe dich. Halt mich nicht so doof. Ja? Ich würde dich gerne in beiden Namen nennen, aber das mache ich nicht. Ich möchte ja nicht spoilern. Du bist Kaka, bist du. Jetzt habe ich die Nase voll. Aber das erste Haxenbein ist weg. Okay, also ist doch besser, wenn ich den Hain abhau. Na, Fräulein? Kannst du ihn nicht finden, oder was? Wie willst du hin? Fräulein? Hey! Ja,
gerade nicht mehr viel. Wie können wir es denn am besten probieren? Ja, die Beine, oder? Oder die Arme? Wisst ihr was? Wir probieren es einfach in der nächsten Folge. Ich weiß, vieles wiederholt sich, aber es ist teilweise echt psycho. Diese Person... ärgerlich, würde ihr so gerne den Hals umdrehen. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Diese Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, aber das macht nichts. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Attack on Titan. Danke, danke. Tschüss.